Kennst du die Geschichte von dem Esel, dem älteren Mann und seinem Enkelkind? Sie waren unterwegs und das Enkelkind saß auf dem Esel und es kam eine Gruppe vorbei und die schüttelten den Kopf und sagten: Meine Güte, der alte Mann sitzt auf dem Esel und der arme Kleine, der muss laufen. Das haben die mitbekommen. Und dann hat der alte Mann den Jungen auch auf den Esel genommen und dann sind sie zu zweit auf dem Esel weitergeritten. Dann kam wieder eine Gruppe vorbei, die den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben: Oh mein Gott, der arme Esel, die sitzen zu zweit da drauf, der muss diese Last tragen. Die beiden haben es mitbekommen, dann sind sie beide abgestiegen und ja, zu Fuß weitergelaufen und den Esel an der Leine mit sich genommen. Dann kam wieder eine Gruppe vorbei, die schüttelten den Kopf und sagten: Meine Güte, die beiden, die laufen zu Fuß, dabei haben sie doch einen Esel und könnten sich draufsetzen und auf dem Esel reiten, wäre doch viel bequemer. Die Moral von der Geschichte ist: Kümmere dich nicht um die Meinung von anderen. Du kannst nie allen es recht machen. Du wirst immer wieder Kritiker haben, du wirst immer Menschen haben, die dich kritisieren, die anderer Meinung sind. Das Einzige, was dich wirklich glücklich macht, ist, dich um dich selbst zu kümmern. Dich darum zu kümmern, was wirklich dem Plan deiner Seele entspricht. Dich darum zu kümmern, was dich selbst wirklich glücklich macht, was dich selbst wirklich erfüllt, was du selbst wirklich haben möchtest. Das ist das Einzige, worum du dich im Grunde genommen kümmern darfst, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Du darfst dir erlauben, dir in deiner eigenen, ja, ich nenne es jetzt mal Bubble zu leben. Dich überhaupt nicht mehr darum zu kümmern, was andere von dir denken, weil letzten Endes, im Grunde genommen, geht es uns nichts an, was andere von uns denken. Wie diese Geschichte so schön zeigt, können wir es eh niemandem recht machen. Und zudem kommt noch eins dazu, die einzige Person, die vom ersten Atemzug bis zum letzten immer mit dir gemeinsam zusammen ist, das bist du. Egal wo du hingehst, du nimmst dich überall hin mit. Und solange wir auf der Suche sind, im Außen, was andere machen, wie wir uns da anpassen können, da spielen natürlich auch viele Prägungen aus der Kinderstube mit rein. Wir haben gelernt, uns anzupassen. In frühesten Kindertagen schon haben wir mitbekommen, haben wir wahrgenommen, wenn wir nachts durchweinen, warum auch immer, dann ist die Mama am nächsten Tag nicht so gut drauf und solche Dinge. Und wir sind ja hierher gekommen und lechzen nach Liebe, nach Lob, nach Anerkennung. Das ist eines der Gründe, warum wir bis heute als Erwachsene schauen, wie können wir es anderen recht machen, wie können wir anderen gerecht werden, statt mal uns darum zu kümmern, wie können wir uns selbst gerecht werden, wie können wir unser eigenes Ding machen und unsere eigene Lebenswirklichkeit erschaffen. Weil jeder von uns erschafft sich letzten Endes seine Lebenswirklichkeit selbst, niemals jemand im Außen. Und das ist ja auch gut so, das ist ja auch ein Geschenk, das wir mitbekommen haben. Das hat uns nur niemand so erzählt, das haben wir auch nirgendwo gelernt. Deshalb erlaube dir, deine eigene Bubble zu leben, erlaube dir, dich davon zu lösen, was andere von dir denken, sondern beginne mal die Gedanken über dich zu denken, die du wirklich denken möchtest, und erlaube dir auch den Plan, den wahren Plan deiner Seele zu entdecken, weil was, das wird definitiv auch der Weg sein, ganz, ganz tief zu dir selbst, dich selbst zu entdecken und ja, das Glück in dir zu finden und niemals im Außen.